Wir sind heute auf dem Weg nach München. Wir wollen eine Geschenkrückgabeaktion machen. Wir hatten nämlich durch die Finanzprobleme des Bundesministeriums neue gesetzliche Vorgaben bekommen, dass wir Bauern die Agrardieselvergütung uns gestrichen wird, dass wir zukünftig die landwirtschaftlichen Fahrzeuge das Privileg eines grünen Kennzeichens genommen wird. Da geht es um knapp 1 Milliarde, die aus dem landwirtschaftlichen Haushalt kommen soll. Und das passt nicht. Da kommen wir als Bauern nicht mehr klar. Das sind hohe Kosten inzwischen. Und da gehen wir jetzt einfach mal mit diesem Geschenk zurück nach München. Wir möchten diese Aktion heute starten, weil wir den Oppositionsparteien der SPD, der FDP und der Grünen eine Geschenke-Rückgabe-Aktion machen wollen, indem dass wir ganz klar darauf hinweisen, was nicht passt, aber gleichzeitig auch neue Lösungskonzepte passt. Ich glaube, wir müssen den Dialog auf Augenhöhe mit dem Bürger wieder führen. Der soll keine Angst haben vor den Arbeitsgeräten, die wir benutzen müssen, weil sonst können wir die Lebensmittel gar nicht so erzeugen. Und deswegen ist, glaube ich, diese Aktion mit den Schubkarren, das ist unser alltägliches Betriebs- und Hilfsmittel, dass wir dort in den Dialog treten. Unsere Aktion ist friedlich. Wir möchten deeskalieren, aber wir sagen ganz klar, die rote Linie ist schon lang überschritten. Wir brauchen völlig neue Konzepte und wir brauchen jetzt auch den Mut, gemeinsam etwas Neues auf die Füße zu stellen. Wir möchten wirklich das Land, die Agrarpolitik in Bayern voranbringen. Es ist wahnsinnig wichtig. Ja? Wir wollen nicht zurück in alte Strukturen. Da sind so viele innovative Ideen da, Know-how, die gesamte Szene der regenerativen Landwirtschaft, die wird ein Brückenschlag zwischen den Kluften zwischen Bio und konventionell sein. Wir müssen Humusaufbau betreiben. Wir brauchen eine Grundlage für gesunde Lebensmittelerzeugung in Bayern. Und ich glaube, man muss den Bauern einfach mal wieder was zutrauen. Das ist das, was in den letzten Jahren verloren gegangen ist. Ich finde es super, genial, klasse. Ihr wisst alle, was uns das bewegt hat, was die letzten Wochen uns auferlegt wird als Bauern. Wir Bauern sind sowieso schon stark belastet. Wir haben sehr viele Auflagen und deswegen wollen wir heute nicht nur als Frust diese Aktion haben, sondern wir haben auch Lösungsvorschläge. Denn ich glaube, wir Bauern sind nicht das Problem, sondern wir Bauern sind Teil der Lösung. Und wenn man mit uns Bauern gut umgeht, dann können wir auch für die Politik gute Ratgeber sein. Und ich glaube, da sind wir jetzt gefragt. Wir müssen in den Dialog treten. Fehlt das Brot im Haus, zieht der Frieden aus. Diese Aktion ist friedlich. Und wir Bauern sind auch friedlich. Aber es kommt auch die Frage auf, wer soll ein Land zukünftig gut regieren, wenn die Lebensmittelgrundlage und die Lebensmittelsicherheit, die Souveränität auch in Frage gestellt werden muss, wenn wir immer weniger werden, wenn wir immer mehr Auflagen haben, die Bürokratie macht uns schwer zu schaffen und aus diesem Grund hier dieses Statement. We'll be right back.
vielleicht Schlaf. Haben wir es Mittagszeit? Nö. Zwischen Weihnachten und Neujahr, die Politik muss laufen. Auch wir Bauern stehen am Heiligabend im Melkstand. Und wer regieren will, wir hätten jetzt ein wunderschönes Kunstobjekt, der rote Schrottwichtel. Ich möchte dieses symbolträchtige Kunstobjekt mal ganz kurz für alle hier Anwesenden, vielleicht auch an die SPD. Das ist ein Kunstobjekt, rot eingepackt. Der Inhalt ist ein Strohballen. Der Pflock hat uns ins Mark getroffen, tief verletzend, und das unter den Weihnachtsbaum. Das können wir so nicht stehen lassen. Unser Appell an die SPD, dass sie doch unsere Sorgen, unsere Ängste in die Bundespolitik weitertragen. Wir haben Kritik. Wir könnten das Land aufbauen. Wir könnten dieses Land fruchtbar machen. Wir stellen die Frage, warum Unmengen Milliarden an Entwicklungshilfe, aber die Bauern, die das täglich Brot für das Volk, für das Land hier produzieren, die werden mit Füßen getreten. Und das geht so nicht. Nur gemeinsam können wir Lösungen finden. Wir haben Sorgen, wir haben Ängste, wir haben Warum-Fragen. Nur ein kleines Beispiel legen wir diesem Schreiben bei. Und wir haben Lösungsvorschläge. Wir haben auch Reklamationszettel einiger Teilnehmer, die sammeln wir jetzt ein und werfen es gemeinsam bei Ihnen in den Briefkasten. Liebe SPD, wir haben jetzt hier das Kunstobjekt in den Innenvorraum gegeben. Das ist ein Geschenk, das Sie bitte an die Bundespartei überreichen. Es ist sehr wertvoll, weil es mit Herzblut gemacht ist. Wir haben unsere Sorgen, unsere Ängste hier benannt. Wir haben Ihnen in den Briefkasten einige Reklamationszettel eingelegt. Wir haben Fragen, aber auch Lösungen. Wir würden uns freuen, wenn man gemeinsam mit den Bauern an einen Tisch sitzt. Ich gehe jetzt einfach davon aus, wir haben uns angekündigt, schade, dass niemand persönlich da war. Sie können gerne Grüße an Herrn Özdemir weitergeben. Die bayerischen Bauern sind pfiffig. Die haben Konzepte, und wenn wir Lösungen wollen, müssen wir miteinander reden. Vielen Dank. Wir haben hier für die FDP ein wunderschönes Geschenk. Wir Bauern sind an einem Punkt, wo wir neue Lösungen brauchen. Und zwar Lösungen, die auch für die nächste Generation, für unsere Kinder und Kindeskinder in Bayern, in ganz Deutschland eine tolle Lebensgrundlage zusichert. Wir wollen unseren Beitrag leisten. Wir sind eine Gesellschaft, und nur als Gesamtgesellschaft können wir Probleme in einem Land lösen. Ein Beitrag ist die CO2-Einsparung, ein Humusaufbau, gute, wertvolle, gesunde Lebensmittel. Den Schutz von Boden, Luft und Wasser, das setzen wir um. Da können wir noch mehr tun. Da sind wir innovativ. Wir würden uns freuen, wenn diese Honorierung auch auf der Guthabenseite uns Bauern wieder in das zurückbringt, was wir ursprünglich eigentlich sind. Wir sind diejenigen, die Lebensmittel produzieren, die einen wertvollen Beitrag in der Gesellschaft leisten, ob Winterdienst, ob Hilfen jetzt beim Hochwasser. Die Bauern sind mit Maschinengeräte immer gleich zur Hand. Und wir sind hier zu Fuß gekommen, mit unserem Schubkarren hier mitten nach München rein. Vielleicht auch eine Lösung für die ganze Republik, dass, wenn Bauern sich aufmachen, vom Land in die Stadt kommen, dass wir einen guten Dialog führen und dass wir so Lösungen hinbekommen. Wir sitzen hier heute vor der Landesparteizentrale der Grünen. Wir sind hier gekommen zu Fuß mit dem Schubkarren, weil ein Stück weit sind wir doch sehr brüskiert. Aussagen, die wir schon lange in der Politik unterbringen. Wir brauchen bessere Rahmenbedingungen. Wir wollen uns nicht der Veränderung verwehren, sondern wir wollen
neue Schritte gehen. Jeder Betrieb muss eigenständig bleiben. Jeder Betrieb ist individuell. Wir müssen davon leben können. Wir können nicht nur Bürokratien abarbeiten, ständig neue Auflagen. Das Geld muss auf dem Hof bleiben und darf nicht ständig in andere Kanäle weitergehen. Wir möchten Lebensmittel erzeugen. Wir möchten der Gesellschaft auch das zurückgeben, was unser Auftrag ist. Nach der bayerischen Verfassung wäre das ja auch, dass wir die Versorger dieses Volkes sind. Wir wollen ja unseren Beitrag dazu leisten. Den leisten wir vielleicht in dem, dass wir viele Maßnahmen umsetzen, den CO2-Speicher, fruchtbare Böden, Fruchtfolgeänderungen. Wir möchten eine gute, gesunde Tierhaltung. Aber bitte lasst uns Bauern auch das machen, was wir können. Wir sind keine Theoretiker, wir sind Praktiker. Es ist wichtig, dass wir uns an den Tisch setzen, gemeinsam. Denn das, was jetzt auf uns zukommt, der 8.1.2024, der wird etwas bringen, wo wir nicht einschätzen können. Das Volk muss sich doch im Klaren sein, wenn einfach mal die Räder stillstehen, welche Auswirkungen hat es? Wir sind doch in einem christlichen Land, da heißt es, am 7. Tag sollst du ruhen. Vielleicht müssen wir einfach mal den Tag verschieben. Dann ist es vielleicht mal der 8. Wenn das Land mal zeigt, was passiert, wenn wir Bauern ruhen, um vielleicht mit neuen Chancen, mit neuen Möglichkeiten Neues zu bewegen, denn nur gemeinsam kommen wir weiter. In diesem Sinn, ich danke für diese tolle, friedvolle, aber auch aktive Aktion. Und den Grünen möchte ich sagen, setzt euch mit uns an den Tisch, weil nur so kriegen wir die Kuh vom Eis. Vielen Dank. Liebe Grüne, wir haben gerade eben euch eigentlich das Geschenk übergeben wollen, unser Kunstwerk für Herrn Pötzlinger. Das war jetzt leider nicht möglich. Ich habe gerade eben die Mitteilung bekommen, dass die Geschäftsstelle für die Feiertage nicht besetzt ist. Wir machen symbolisch kurz unsere Proklamation. Wir haben Fragen, ganz viele Warum-Fragen. Denn wir Bauern, ja, uns geht es ganz schön schwierig. Wir kommen nicht mit der Situation klar, dass über uns regiert wird. Wir kommen nicht damit klar, dass theoretische Auflagen kommen, die einfach mit der Praxis nicht zusammenpassen. Und darüber hinaus haben wir uns Gedanken gemacht, wie können Lösungen ausschauen. Wir Bauern sind nicht das Problem, sondern Teil der Lösung. Und ich halte hier diesen einen Spruch fest. Fehlt das Brot im Haus, zieht der Frieden aus. Ich finde ihn sehr emotional, ich finde ihn sehr wichtig. Uns muss bewusst sein, wenn die Nahrungsmittel hier nicht produziert werden können, dann leidet das ganze Volk und das darf nicht passieren. Wir sind konstruktiv. Wir müssen an den Tisch setzen, wir müssen Lösungen finden und wir müssen über die ein oder anderen fehlgeleiteten Positionen und Dinge, die jetzt im Umlauf sind, diskutieren. Da müssen Agrardiesel und Kfz-Steuer vom Tisch. Ich denke, da sind wir uns auch einig. Und über die anderen Punkte lasst uns miteinander reden, damit wir eine vernünftige Politik hinbekommen, die für die nächste Generation ein wirklich gutes, eine gute Lebensgrundlage auch bietet. Wir waren jetzt heute zu Fuß in München. Unsere Geschenke-Rückgabe-Aktion hat stattgefunden. Jetzt seid ihr dran. Was haltet ihr davon? Macht es euch doch einfach auf. Ihr Bäcker, ihr Metzger, das Handwerk, die Speditionen, das Fuhrunternehmen. Wir alle sind gefordert. Wir wollen keinen Sturz, wir wollen keinen Umbruch. Aber wir wollen Signale sehen. Wir wollen Veränderung, wir möchten Positives sehen, dass wir eine gute Zukunft haben. Den Dialog mit dem Bürger, den Dialog mit der Politik und, das ist für uns Bauern auch sehr wichtig, mit der Forschung. Lasst uns weiter
gute Dinge im Guten vorangehen und dann bekommen wir auch eine gute Lösung hin. In diesem Sinne, wir Bauern sind nicht das Problem, sondern Teil der Lösung.